Deutschlands Amateurkeeper fliegen durch den Herbst. Das sind die Top-Paraden des Monats November. Platz 5. Auch der Berliner Nachwuchs hat's drauf. Justin Werner von der U19 des SC Borsigwalde überzeugt bei der 2:4 Verbandsliga-Niederlage gegen den SV Tasmania. Für Rang 4 geht's in die Oberliga Hamburg. Klaus Henke von der TuS Ostdorf sichert mit dieser Parade den knappen und umkämpften 1:0 Erfolg beim Wedeler TSV. Ein großer Dienst für sein Team. Der dritte Platz geht an diese blitzschnelle Reaktion von Yannick Matzel vom DJK Südwest Köln. Er und sein Team unterliegen dem SV Deutz 05 im Kreispokal Köln zwar mit 1:5, doch dieser Reflex ist einer, der bleibt. Nur knapp Rang 1 verpasst hat Tim Krämer von der TSC Eintracht Dortmund. Eine Wahnsinnsaktion in einem dramatischen Kreispokalkrimi, den Gegner FC Wellinghofen mit 8:7 nach Elfmeterschießen schließlich für sich entscheidet. Und ganz oben auf dem Podium steht diese reaktionsschnelle Fußabwehr von Maurice Nien vom SV Deutz 05. Unsere Top-Parade des Monats, herzlichen Glückwunsch!